HC62 umstellen auf dicke Hobeln. Erst den lösen, den umklappen, dann den lösen und den Tisch wegnehmen. So, den Tisch überponieren. Das Anschlagprofil auf die Seite tun. Dann ganz wichtig, dass ich hier den Kunststoffschutz für die Wellen hier oben, den ich vom Abrichten gebraucht habe, dass die hier versorgt ist. Und dann entscheidend die Schraube hier zu lösen, dass ich den Schalter hier entsprechend schütze, respektive die Wellen. Jetzt kann ich das Gerät starten. Läuft. Kurbeln. Ist hier für Höheneinstellung. Das ist zum dicken Hobeln. Jetzt stellen wir das Ganze direkt um zum Abrichten. Also mache das Ganze in der umgekehrten Reihenfolge. Löse wieder den hier, den Kunststoff, tue den ab, hol wieder den Tisch. Mache den hier wieder. Mit diesen zwei Hebel ziehe ich den fest. So. Klappt hier mein Profil wieder auf. Da habe ich, das ist entsprechend zum Schützen vom Anwender, je nach Breite vom Holz, wo ich durchhobele. Was jetzt hier ganz entscheidend ist, dass das Gerät läuft. Das läuft man nämlich jetzt nicht. Wenn wir hier auf der unteren Seite haben wir noch, die gleichzeitig als Absaugvorrichtung funktioniert. Wir haben hier unten ein Anschlagprofil. Ist auf diese Seite. Und jetzt muss ich zuerst den Tisch vom dicken Hobeln mal ganz abdrehen. Und wichtig ist eigentlich, dass das Profil hier vorne da zwischen rein kommt. Das funktioniert aber nur, wenn der Tisch für zum Abrichten da auf der Stellung auf Null ist. Es wird nicht funktionieren, wenn er zum Beispiel ganz unten ist. Also er muss Strich auf Strich ganz oben sein. Jetzt fahre ich mit dem Teil hier rein. Kann hier mit meinem Anschlagprofil arbeiten, so ungefähr. Dann kurbel ich auf der anderen Seite mal in etwa auf die Höhe. Plus noch leicht nach links und rechts justieren, so anziehen. Jetzt ist wiederum der Endschalter da oben gelöst. Und jetzt kann ich das Gerät wiederum einsetzen zum